Eingebettet in die Harmonie der sanften Klänge und bunten Gärten der Mozartstadt Salzburg findet sich das Zuhause einer Gruppe von Forschern, die sich die Ergründung einer ganz anderen Harmonie zur Aufgabe gemacht hat. Hier, im Institut Proschlaf des Salzburger Ärztezentrums Schallmoos, geht es nämlich nicht um Musik, sondern um einen erholsamen Schlaf. Den Medizinern und Schlafforschern des Ärztezentrums ist bewusst, dass ohne guten Schlaf und der dazu erforderlichen Bettausstattung medizinische Heilanstrengungen ins Leere schießen würden. Dazu der Facharzt für physikalische Medizin, Dr. Müller-Thies. Unsere medizinische Verantwortung gebietet uns, auch jene Stunden ins Auge zu fassen, in der unsere Patienten ihre Nachtruhe verbringen. Mit dem Institut Proschlaf können wir hier im Ärztezentrum auf einzigartige Weise unseren Patienten eine gesundheitliche Vollversorgung anbieten, sodass der für alle körpereigenen Heilungsprozesse so essentielle Schlaf auch jenen Stellenwert erhält, der ihm aus medizinischer Sicht zusteht. Das Salzburger Ärztezentrum zählt übrigens weltweit zu den wenigen medizinischen Einrichtungen, in dem auch die Nachtruhe aktiv in das medizinische Gesamtbild eingebunden wird. So hat dort eine Gruppe von Schlafforschern und Medizinern einen speziellen Forschungszweig begründet, der heute als physikalische Schlafforschung international bekannt ist. Professor Dr. Manuel Schabus, Dozent an der Universität Salzburg, zählt zu dieser Forschergruppe. Bisher hat man die mechanischen Einwirkungen, die von einem Bett ausgeübt werden, nicht in wissenschaftliche Betrachtungen und Analysen einbezogen. Dies ist allerdings unverzichtbar, vor allem im Hinblick auf wissenschaftlich korrekte und objektive Studienaussagen. Was die Forscher im Zuge ihrer Studien entdeckten, kann durchaus als umwälzend gewertet werden. Nicht nur für Medizin und Schlafforschung, sondern vor allem auch für den einzelnen Konsumenten, wie uns dies der Schlafwissenschaftler Hans Malzel erklärt. Bei dieser Testperson sieht man, wie eine Bettausstattung, die den Körper mechanischen Belastungen aussetzt, am Morgen entsprechende Schmerzsymptome hervorruft. Auch die Schlafqualität ist entsprechend beeinträchtigt. Sehen wir uns jetzt das Ergebnis bei der gleichen Testperson an, nachdem deren Bettausstattung an ihre individuellen körperlichen Gegebenheiten angepasst wurde. Keine Schmerzsymptome mehr und auch die Schlafqualität hat sich erheblich gebessert. In einer anderen Studie haben wir das Ganze im Schlaflabor abgewickelt und auch hier sieht man, wie sich durch eine Verbesserung der Bettausstattung die Schlafqualität steigern lässt. Die physikalische Schlafforschung erschöpft sich nicht nur in der Gewinnung theoretischer Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse werden auch zum Nutzen des einzelnen Konsumenten in Form von praktischen Anwendungstechniken umgesetzt. Zu sehen hier eine spezielle Stützstempeltechnik, wie sie an einem Liegesimulator an den Matratzenbenutzer angepasst wird. Auch diese geradezu futuristisch anmutende Matratze der nächsten Generation, die mit dem Internet kommuniziert und sich ganz selbstständig um den guten Schlaf ihres Benutzers kümmert. Für den medizinischen Leiter des Instituts Proschlaf, dem Facharzt für physikalische Medizin Primarius Dr. Andreas Kainz, sind die großen Anstrengungen der physikalischen Schlafforschung angesichts der revolutionären technischen Entwicklung, die sie hervorgebracht hat, mehr als gerechtfertigt. In der relativ langen Zeitspanne unserer Nachtruhe kann niemand bewusst auf die Wirbelsäule Einfluss nehmen. Weder was ihre Form betrifft, noch wie weit durch Druck- und Zugbelastungen das Bandsystem und der Kapselapparat rund um die Wirbelsäule beansprucht werden. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätten wir uns nicht gedacht, dass eine Matratze eines Tages geradezu therapeutische Aufgaben übernehmen könnte, um so die Wirbelsäule während ihrer Nachtruhe in der Zeit, wo sich die Bandscheiben regenerieren sollten, aktiv unterstützt. Als Mozart im 18. Jahrhundert seine Musik komponierte, ahnte er wohl noch nicht, dass für die Menschen des 21. Jahrhunderts der gute und störungsfreie Schlaf nicht mehr selbstverständlich sein wird.
Doch dank der Arbeit des Instituts ProSchlaf und seinen Schlafkompositionen aus Salzburg, um in der Sprache Mozarts zu bleiben, werden auch weiterhin viele Menschen einen guten und erholsamen Schlaf finden. Ganz in der Harmonie ihres Körpers und mit seinem physischen Umfeld, Bett.